Es geht weiter. Wer? Wer? Okay, ah, ich muss Frank das mitgeben dann. Ich bin mir sicher, ich werde hier noch rauf können. Oder? Dunkles Elex? Yes. So, die kleine Insel noch, die verseuchte. Das ist sie. Hier haben wir was. Hier war die verseuchte Insel, glaube ich. Schaut diesmal nicht so verseucht aus. Eine tote Ratte, wichtig, wichtig. Komm hier nicht rein. Okay. Ich habe die Gasmaske noch oben. Habe ich wichtige Rüstungspunkte verloren. Im Kampf. Nein. Oh, Mist. Oh. Ah, mein Kopf. Okay. Verdammte Infektion. Der Schädel wird drückt mich wieder. Das Schlimmste bei dieser Seuche ist das Gefühl des Kontrollverlustes. Es macht mich wahnsinnig. Back on top again. Wir haben es wieder rauf geschafft auf den Leuchtturm. Es gibt wieder Loot. Besteck. Ja, was auch immer das ist. Das war's. Frank des Magiers. Ah ja, okay. Hier gibt es noch Sachen. Hier ist jemand verreckt. Wow. Trollschnitter. Was ist das? Show me the goods. Konstitution. Also werden wir es nicht nehmen. Schaut auf jeden Fall fett aus, das Teil. Wird verkauft, sorry. Sorry. Aber wir machen keine Konstitution hier. Wir sind alles Geschicklichkeit und Strength. Drum. Ah, ich weiß nicht, was sie hier noch wollen von mir. Aber ich gehe mal die Leiche da unten suchen. Die Frank vernichtet hat. Hier ist er. Anscheinend ist der Lautsprecher. Ich will nicht wissen, was es war, das gerade einen Stein geworfen hat. Es ist eine Kröte. Es ist eine Kröte. Wir hauen ab. Nein, ich will keinen Krötenfeld. Der Questmarker zeigt noch nach hinten an. Ah, dieser Aufgang hier. Ich meine, ich sehe es auf der Karte nicht genau. Hinter den Lautsprecher. Hier drüben, okay. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Nein, aber ich will hier hoch. Letztens waren da. Oh. Ich meine, ich brauche es nicht wirklich. Es ist hier hell genug. Letztens waren hier 10.000 verschiedene Ripper. Anscheinend gibt es die nicht mehr. Aber auch keine Loot, wie es ausschaut. Nichts hier. Auf Tresor. Oh, ich bin nicht gut genug. Naja. Das werden wir auch nie sein. Es ist zu viel verlangt für uns. Von uns. Man verlangt uns zu viel ab. Und wir werden nie gut genug sein, Jacks. Und wir sind ein Arschloch übrigens. Also das macht schwieriger. Hier war noch ein fliegendes fettes Ding, das wir ignorieren werden. Jetzt mit dem Landstreicher Fox
gemeint haben. Es kann eigentlich sein, das wird Sinn ergeben. Aber den haben wir schon gefunden, also macht die Mission nicht wirklich viel Sinn. Oh, gegen Strom, wirklich? Das hätte ich nicht erwartet, dass das eine Spielmechanik ist. Okay, haben wir hier wieder einen epischen Fight. Ah ja, hier ist er. Hey, warte mal. Hast du Morkons gesehen? Kommt darauf an. Was denn jetzt? Ja oder nein? Mein Leben hängt davon ab. Besser, wir verziehen uns. Sonst bist du gleich auch mit dran. Ich gehe nirgendwo hin. Wir sollten auch nicht gehen. Wir sollten rennen. Was muss ich nur tun, um dich davon zu überzeugen, dass es hier nicht sicher ist? So stur kann man doch nicht sein. Ein paar Fragen beantworten reicht schon. Na schön, aber fass dich kurz. Tihomir ist tot. Du bist ihm also begegnet und er hat dich nicht um den Finger gewickelt? Da bin ich aber erleichtert. Der brauchte keine Waffe, um die Leute gefügig zu machen. Trotzdem bedeutet das nicht, dass ich sicher bin. Es werden andere Morkons kommen, die mich jagen werden. Wo willst du hin? Gute Frage. Ich bin total durcheinander. Könnten einen kräftigen Schluck aus der Pulle vertragen. Oh, warum hier, nicht? Trink. Nein, danke. Erst muss ich in Sicherheit sein. Aber du kannst etwas anderes für mich tun. Begleite mich zum Fort. Dort kann ich mich selbst versorgen. Nur hinkommen muss ich. Bist du dabei? Warum soll gerade ich dich begleiten? Eine andere Chance habe ich ja nicht. Ich stehe hier mitten im Nirgendwo, zum Abschuss freigegeben. Du musst mir einfach helfen, bitte! Warum willst du ins Fort? Nicht mehr unter freiem Himmel schlafen, etwas Vernünftiges zu essen kriegen, ein Leben ohne Angst führen. Bitte, lass uns das alles unterwegs klären. Jetzt müssen wir erst einmal weg von hier. Lass uns zum Fort aufbrechen. Endlich. Mir nach. Ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand so hilfsbereit zeigt. Mal was anderes als die Motivationshilfe, die ich sonst abkriege. Exzellent. Motivationshilfe. Schläge und Tritte. Okay. Besser, wir sind jetzt leise. Wollen ja nicht, dass sich die Falschen an unsere Fersen heften. Sollen sie doch. Nach dem Fight gerade überlebe ich alles. Noch kein Morkon in Sicht. Außer Sollte Krokodile. Es tatsächlich so einfach sein? Ich habe sie ja getötet. Alle drei. Es war nicht leicht. Definitiv nicht. Riechst du das? Hast du etwa... Freiheit. Keine stickige Luft wie in den Schächten der Grotte. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, diesen Augenblick zu genießen. Aber je länger wir... Moment, hast du das gehört? Was ist jetzt wieder los? Da, ein Schatten! Tu was! Das hat Konsequenzen. Wird das haben. Das wäre geschafft. Jetzt muss ich nur noch diesen Feigling wiederfinden. Oh. Was sagt die Karte? Oder die Mission. Oh. Da vorne. Oh. Er wird ein Setzer. Ja. Chillt einfach. Ist das Ding tot? Ja. Das nächste Mal rennst du gefälligst nicht davon. Als ich den Schatten gesehen habe, sind mir die Nerven durchgegangen.
Das war nur ein Hornwolf, nichts weiter. Und wenn noch weitere hinter uns her sind? Sind sie nicht. Und wenn du dich irrst, vielleicht hat das Rudel längst unsere Fährte aufgenommen. Ach. Wir werden es bald herausfinden, wenn du dich noch länger verkriechst. Bloß nicht! Schnell, hier entlang! Tut mir leid, dass ich dich im Stich gelassen habe. Tavar ist einfach anders als Karakis. Ich werde einige Zeit brauchen, mich daran zu gewöhnen. Selbst der Boden fühlt sich komisch an. Irgendwie weicher. Ich will mal weg, das Ding. Du sagst ja gar nichts. Muss ich das? Es wäre für mich einfacher, wenn du... Ach, vergiss es. War schon lange nicht mehr unter zivilisierten Menschen. Das ist alles. Erst die Morkons, dann die Wildnis. So tief kann ich gar nicht in die Flasche schauen, um all das zu verdauen. Hey. Ich bewundere die Errungenschaften der Berserker. Obwohl sie kaum technisches Verständnis haben, konnten sie ein Verfahren entwickeln, die negativen Eigenschaften des Elex zu revidieren. Warum bleibst du stehen? Wir sind fast da und ich bin mir nicht mehr sicher. Glaubst du noch immer, wir werden verfolgt? Darum geht's mir nicht. Ich frage mich, wie die Berserker auf mich reagieren werden. Sag nicht, du willst woanders hin. Jetzt lass mich doch mal zu Wort kommen. Ich weiß einfach nicht, ob sie eine kluge Wahl sind. Das fällt dir erst jetzt ein? Immerhin sind sie auf die Morkons nicht gut zu sprechen. Die werden dich schon reinlassen. Dein Vertrauen in die Welt möchte ich haben. Aber was bleibt mir anderes übrig? Also weiter. Meinst du, ich muss mir Sorgen machen? Ich meine, ich klopfe ja nicht mit leeren Händen an deren Tür. Sondern? Boom. Uff. Uff. Oh nein, die Shotgun brauche ich nicht. Boom. Der Ausholschlag. Warum sagst du nichts? Ich habe einen Kommentar von dir erwartet. Tut mir leid, ich war gerade abgelenkt. Bleib dicht dran. Begrenzte Aufnahmekapazität. Verstehe. Also Missionen haben sie viele und mit guter Abwechslung. Im ersten Teil bin ich wahrscheinlich 3 Stunden durch die Indan-Festung gerannt und habe einfach nur mit Leuten geredet. Und da gibt es dann jetzt mehr Action. Gutes Pacing wird's genannt. Ah, die Wache wird dich nicht reinlassen, Junge. Ah, ja. Geschafft. Unglaublich. Wenn's nach meinem Magen geht, müsste ich auf der Stelle kehrt machen. Besser, ich bringe es hinter mich und versuche mein Glück bei der Wache. Nicht reden. Machen. Dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen. Versuch dich von Ärger fernzuhalten. Mach dir da mal keinen Kopf. Sieht man sich einmal wieder? Bestimmt. Gut. Na, dann werde ich mal. Danke. Für alles. Brust raus. Nicht nach unten gucken. Oh, wie weit sind wir in der Episode? Ah, oh, okay. Ich wollte... Wo ist die Bastion? Hier. Box abholen für da, für Tavar. Weil ich die Vermutung habe, dass er ein Sohn von fetten Hauptmann ist. Wenn dann Ragnarok oder dem Pilger. Wird er mitkommen statt Frank. Habe ich sein Flash? Nein, hab ich nicht. Ich brauche... Jo, Fox. Und dann werden wir uns um das Level Up kümmern, das ich sowieso schon habe. Da unten ist er. What does the Fox say? Hey! Und, wie sieht's bei dir aus? Hast du dir Gedanken gemacht?
Ja, tatsächlich. Das habe ich. Und mir ist eine geniale Idee gekommen. Ach ja? Ja, mir ist brühwarm eingefallen, dass einer meiner Freunde von ein paar ganz üblen Typen zusammengeschlagen wurde. Ich würde diesen Typen zu gerne die Beichte abnehmen. Wie soll ich dir dabei helfen, dich im Fort wieder zu rehabilitieren? Sie haben einen Berserker aus dem Fort verhauen. Wenn der hört, dass ich ihn gerecht habe. Wer genau? Das klären wir später. Wenn du mich verarschen willst, poliere ich dir die Fresse. Aber das weiß ich doch, mein Freund. Ehrlich, das sind echt ganz üble Typen, sag ich dir. Fox hast dich. Das sagtest du bereits. Alles klar. Ich wollte nur sicher gehen, dass es deine Lauscher auch erreicht hat. Mitkommen. Okay. Oh, ich werde zuerst eine Runde schlafen gehen. Bevor ich seine Mission annehme. Hey. Super Kletterarm. Und dann werden wir seine Mission machen und dann werden wir ins Fort mit ihm gehen. Schauen, was dort abgeht. Ob es Probleme gibt. Na schön, wir schauen uns deine Schläger mal an. Sehr gut. Aber wie ich schon erwähnte, sind es ganz üble Typen, schon klar. Ja. Ganz genau. Da hinten sind sie. Junge, wenn die wüssten, was jetzt auf sie zukommt. Langsam, du bleibst hinter mir und hältst erstmal die Klappe, okay? Klar, Chef. Alles, was du sagst, Chef. Können wir reden? Können wir... Allerdings glaube ich nicht, dass diese Typen mit sich verhandeln lassen. Wir werden sehen. Goddammit! Dann mal los. Was hast du mich da jetzt schon reingeschickt? Scheiße. Ich weiß nicht. Oh je. Jungs, Unterstützung. Mal schauen, wie die reagieren, wenn ich da reinstimme mit dem Viech. Hey, was wird denn das, wenn's fertig ist? Kurze Frage. Wart ihr die letzten Wochen mal im Fort der Berserker? Was? Du willst wissen, ob wir zu dem zurückgelassenen Pakta in Tavar gehören? Wie kommst du denn auf so ein schmales Brett, Freundchen? Wir sind Outlaws aus dem Krater. Der Kerl hier neben mir behauptet, ihr hättet seinen Kumpel verprügelt. Was denn? Fox? Ja, den Kerl kennen wir. Aber es war nicht sein Kumpel. Das war er selbst, Freundchen. Ach was. Ja, der Hurensohn hat versucht, unsere Taschen zu leeren. Und als ich ihn dabei erwischt habe, wollte er noch abhauen. Wieso bin ich jetzt nicht überrascht? Das weiß ich auch nicht. Aber was ich... Scheiße. Ich weiß nicht. Oh, okay. Wir kämpfen. Ich weiß, dass ich noch upgraden könnte. Das nächste Viech. Das schaut noch gefährlicher aus. Ah, Mist, Armbrust. Was wollte ich? Das macht mich nicht one-shot. Schon mal ein guter Anfang. Das fette Viech da hinten wollen wir uns nicht geben, glaube ich. Shotgun macht gut Damage. Ja, geht doch. Hast du deine Waffen bereit, falls es gleich losgeht? Mach dir mal keine Sorgen. Sehr beruhigend. Haben wir nicht ein Level Up bekommen? Haben wir. Okay, was brauchen wir als nächstes? Okay. Eiszahn. Mir geht die Stimme ein. Nahkampfwaffen brauchen wir ein Upgrade.
Alles in Stärke, das wird sich nicht ausgehen. Das wird sich nicht ausgehen. Oh boy. Oh boy. Geschicklichkeit. Dann haben wir den Reißzahn ausgetauscht. Okay. Ja, machen wir es so. Da ist der Reißzahn. Dann haben wir eine neue Armbrust. Wie schaut es mit Bogen aus? Den haben wir im Inventar. Dafür haben wir viel zu wenig. Der ist schwächer, oder? 55. 55. Yep. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Okay. Reden wir mal mit den Jungs wieder. Jo, was geht ab? Hey, was wird denn das, wenn's fertig ist? Kurze Frage. Wart ihr die letzten Wochen mal im Fort der Berserker? Was? Du willst wissen, ob... Wie kommst du denn auf so ein schmales... Der Kerl hier neben mir... Was denn? Aber es war nicht sein Kumpel. Ach was. Ja. Und als ich ihn dabei erwischt habe, wollte er noch abhauen. Echt? So war das? Irgendwie ist mir das wohl entfallen. Wieso bin ich jetzt nicht überrascht? Das weiß ich auch nicht. Aber was ich weiß ist, dass du jetzt ein Problem hast. So. Wenn du mit diesem Kerl unter einer Decke steckst, dann gibst du als Outlaw keine besonders gute Figur ab. Und darum werde ich dich jetzt von deinem Leid erlösen. Wenn es sein muss. Ich fürchte ja. Dir bringe ich Manieren bei. Oh je. Das ist nicht der Schaden, den ich mir erhofft habe. Ich erledige dich im Handumdrehen. Sind echt üble Typen. Okay, Plan B. Plan B. Au! Das mal auch. Oh, komm schon. Oh, Plan B, Schatz. Plan B schaut so aus, dass das Viech den meisten Gegner übernehmen wird. Ich kümmere mich darum. Tu das. Pack ihn mal in den Rücken schön. Box, du bist gerade ziemlich nutzlos. Boxer rein. Sehr schön, sehr schön. Weiter reinhauen. Das wird wieder. Ich habe ihn in die Nüsse geschossen. Meine Bögen gehen schon langsam aus. Jetzt machen wir weiter mit dem Schwert. Oh, die Fight. Ist er schon fertig mit zwei von denen? Ja, schaut so aus. Gute Arbeit, Beast. Aber das war's noch nicht. Wir müssen weitermachen. Wir haben noch ein ganzes Camp vor uns. Waldbestie. Ich sollte mir mal andere Tränke wieder reinwürgen dann. Während gerade gechillt alles ist. Okay. Komm schon.
mitkommen. Nein, zu mir. Zu mir mitkommen. There you go. Okay, 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 okay. Nicht mit mir kämpfen. Bin schon da. Er will mich. Er will mich. Ich kümmere mich darum. Mach das. Oh, sehr schön. Jetzt ist es abgelenkt. Okay. Und wir versuchen den Einzelkampf hier drüben. Oh nein. Komm schon, greift die anderen an. Okay, da, diesen Einzelkampf holen wir uns. Da ist doch sicher was Explosives bei ihm. Nein, schaut nicht so aus. Oh je. Ist da nichts Explosives? Okay, jetzt haben wir einen Kampf. Ah, den schaffen wir. Alter Fox einfach niedergeschotgun. Okay. Das Waldvieh drüben aufgeräumt. Wir es hoffen. Hab's doch nicht für nichts bezahlt dann. Oh. Wir werden gleich sehen, was das Waldvieh angerichtet hat. Wir looten zuerst mal. Mal schauen, der lebt noch. Jetzt. Mach dich bereit. Uff, 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 uff. Ja. Da ist es. Da ist es. Da ist das Waldvieh. Was, der Typ lebt noch? Wie gibt's das denn? Okay. Was geht hier ab? Wie viel Leben hat denn das Ding? Wow, es ist kein Kampf, wo ich mich einmischen werde. Schön Abstand halten. Das ist nicht mein Kampf. Ganz und gar nicht. Das ist ja ein Ding, was? Die Jung. Ich muss es überspringen, nicht, dass das Viech mich dann von hinten kommen killt. Das wäre nicht gut, wenn es mich jetzt von hinten killt. Da ist es. Mist. Es hat auf jeden Fall noch Blut gerochen. Gut, dass ich abgebrochen habe. Oh, er hat es niedergeschlagen. Du machst das schon, Fox. Größtes Vertrauen habe ich in dich. Die kuscheln nur. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Okay.
kümmere mich darum. Boah! Wie Leben hat denn das Ding? Ich weiß, dass das umsonst ist. Aber probieren wir es mal. Er macht gute Arbeit, das auszunocken und es auszuglitschen. Und ich habe viele Armbrustbolzen. Und ich bin weg. Gibt's denn nicht irgendwas Explosives hier? Was ist denn da unten? Ah, ein weiteres Viech. Ich habe mich schon wieder in irgendwelche Situationen gebracht, wo ich nicht draufkommen werde. Hey, der Großer. Ob Highground gegen ihn helfen wird. Was geht ab, Fox? Wir haben zwei Viecher hinter uns. Zwei Viecher, mit denen ich mich auf jeden Fall nicht anlegen sollte. Aber es trotzdem mache natürlich, wie ein Verrückter. Oh, what's wrong with me? What is wrong with me? Oh. Oh yeah. Hey da. Ja. Dachte doch, das ist eine Waffe. Wann hier wohl jemand das letzte Mal feucht durchgewischt hat? Beschädigte Doppelflinte. Geil. Das war wohl nichts. Gibt's ja nicht. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Wie soll das denn gehen, wenn die drei... Was zum Teufel? Das ist unmöglich. Da passt das nicht. Oh, zu dem Viech komme ich hin. Ja, okay. Ab zum Vor. Wo haben sie mich dahin dann hin verschleppt? Ist das eine fette Basis? Kann ich dann Marker setzen? Okay. Ich sehe den Marker nicht mal angezeigt. In welche Richtung ist die fette Basis? Hier? Nein, andere Richtung. Hier rüber. Ja.
Okay, wenn das eine fette Outlaw-Basis oder so ist, dann muss ich da doch reinschauen. Das schaut auf jeden Fall fett aus. Ja, da ist eine Fraktion drin. Outlaws oder Kleriker, wie es ausschaut. Und noch Alps sein. Da hier Lava ist, schätze ich mal Kleriker. Okay, wir schauen rüber. Oh! Ich brauche keine Runde 2 mit dem Viech. Nein, brauche ich nicht. Und das will ich auch nicht bekämpfen. Ich will doch nur ins Vor. Ich tue doch nichts. Hier haben wir mehrere Gebäude outdoors noch. Wir müssen nur den Eingang finden jetzt. Das schaut fett aus. Brrr. Brrr. Was haben wir hier? Schaut gefährlich aus. Diese Türme waren mal prächtige Verstecke für Beutegut. Heute deponiert da kaum noch jemand was. Das sind mir ein bisschen zu viele von denen. Wachen! Ist Fox schon tot da hinten? Nee, macht ihr gute Arbeit. Da ist noch ein Dritter gekommen. Ah. Ich werde wahrscheinlich hier im Endeffekt zu den Wachen raufrennen. Der Fox tankt, wenn er entscheidet. Finde ich gut. Jetzt tankt er nicht mehr. Ah, er lebt doch noch. Ah, er hat mich erwischt. Yes! Big money. Schauen wir mal, wer da... Oh. Oh, der schlaft wieder. Ist ja eh klar. Schauen wir mal, wer Herr dieses Schlosses ist. Alps! Alps! Keinen Schritt weiter. Erkläre dich. Was machst du? Moment mal. Sag mir, Fremder, wie heißt du? Mein Name ist Jax. Dann habe ich mich doch nicht getäuscht. Erstaunlich. Ich habe Gerüchte gehört, du wärst tot. Stimmt es, dass du damals den Hybriden mit bloßen Händen besiegt hast? Nur mit einem Finger. Ja, er hatte keine Chance. Ich habe von deiner Effizienz gehört, aber dem Hybriden ohne Waffe entgegenzutreten? Erstaunlich. Mein Name ist übrigens Radik. Ich bin sicher, Azog will wissen, dass du hier bist. Was erzählt man sich noch so über mich? Nicht nur Gutes, so viel steht fest.
aber dafür ist später noch Zeit. Du solltest erstmal ein paar Sachen über uns wissen. Es hat sich einiges geändert, seit das Depot gegründet wurde. Komm mit. Ich führe dich herum. Oh. Ich bin sicher, in 2 Stunden landen wir in einem ihrer Backöfen. Du wirst es sehen. Ich weiß zwar nicht, wovon du sprichst, aber eure Unversehrtheit ist fürs Erste garantiert. Da hörst du's. Komm, treten wir den Rückzug an. Nix da. Die Entscheidung obliegt euch. Dennoch rate ich dazu, dass ihr mich begleitet. Später vielleicht. Bist du dir sicher? Hier kommen nicht sehr oft neue Leute an. Ich kann für nichts garantieren, wenn ich kein Auge auf dich habe. Okay. Eine Führung kann nicht schaden. Dann mal los. Folge mir. Hast du vor, hier zu bleiben? Dann ist die Episode vorbei. Wir werden sehen. Warum? Die Sache ist die. Du bist nicht unbedingt beliebt hier. Es gibt viele unter uns, die dich tot sehen wollen. Für das, was du mit dem Hybriden gemacht hast. Apropos tot sehen. Wir haben Glück. Für heute ist eine Exekution anberaumt. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Nett. Das Urteil wurde gesprochen. Ein Effizienzmangel wurde zweifelsfrei nachgewiesen. Und der Angeklagte hat das Urteil angenommen. Exekutiert den Schuldigen. Effizienzmangel. Ihr kennt das Prozedere. Bezieht eure Posten, sobald ihr alles erledigt habt. Ich habe mich schon gefragt, wie lange sie ihm sein Verhalten noch durchgehen lassen. Mhm. Als nächstes gehen wir zu unserer Forschungseinrichtung. Kanntest du ihn? Nur flüchtig. Ich weiß, dass er einer der Kollektoren aus dem hinteren Bereich des Depots war. Was waren seine Verbrechen? Wer gegen die Direktive verstößt, wird hingerichtet. So einfach ist das. Es scheint dich zu schockieren. Du müsstest die Direktive und ihre Folgen doch noch kennen. Tue ich. Es hat sich wohl doch nicht so viel geändert, wie ich anfangs dachte. Ist das Mitleid in deiner Stimme? Interessant. Ich habe gehört, dass du deinen Emotionen angeblich freien Lauf lässt. Lass uns beim Laufen weiter darüber reden. Glaub nicht, dass wir keine Emotionen hätten. Wir mussten einsehen, dass totale Emotionslosigkeit nicht die Lösung für unsere evolutionäre Entwicklung sein kann. Sie hat uns blind gemacht. Sie hat dafür gesorgt, dass jemand wie du uns beinahe zu Fall bringen konnte. Deswegen bekommt jeder nur noch so viel Elex, wie er braucht, um seine Arbeit möglichst effektiv erledigen zu können. Wir stehen jetzt vor dem Rechen- und Forschungszentrum. Hier wird unter anderem der optimale Elex-Konsum berechnet. Was ist denn die optimale Menge? Körpergewichtgröße. Das hängt von deiner Aufgabe ab. Oh. Ein Taktiker, der keine Angst um seine Truppen hat, ist unter Umständen kein guter Taktiker. Auf der anderen Seite ist eine Wache, die Angst zu töten hat, keine gute Wache. Der Mittelweg scheint eine gute Wahl zu sein. Ihr versucht also, Emotionen nur dort zu unterdrücken, wo sie hinderlich sind? Richtig. Das sind unsere neuen Regeln des Elex-Konsums. Und eben für diese Berechnungen ist diese Forschungseinrichtung gut. Wenn du keine Fragen mehr hast, habe ich dir jetzt noch etwas anderes zu zeigen. Ein Experiment, das wir aktuell durchführen. Folge mir. Die erste nette Waffe in diesem Spiel. Experiment geredet. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wir versuchen, Kinder zu züchten, die... Moment mal, was tut ihr? Wir erschaffen eine neue Generation rational denkender Taktiker. Lass uns mal ein bisschen in den Unterricht reinhören. Vielleicht können wir noch was lernen. Oh. Das ist der. Schaut gut aus, die Maschine. Die Lektion vom letzten Mal dürfte euch noch im Gedächtnis sein. Wir werden heute das Gleiche erneut versuchen. Hinsetzen. Gut. Super Soldiers. Und jetzt denkt daran, was wir gestern gelernt haben. Konzentriert euch. Frau Lehrerin, ich... Wie oft noch, Makar? Keine Zwischenfragen.
Fühlt, wie die Emotionen euren Körper durchfluten. Denkt an die Strafe von letzter Woche. Spürt die Wut, die sie erzeugt hat. Wenn sie euch zu übermannen droht, versucht die Rechenaufgabe zu lösen, die wir gestern besprochen haben. Konntet ihr die Wut erzeugen? Und wenn ja, will ich die Lösung der Aufgabe von euch wissen. Wenn nicht, werden wir die Strafe von letzter Woche wiederholen. Ineffizienz wird nicht toleriert. Übt das zu Hause. Nächstes Mal will ich einen dreiseitigen Bericht über eure emotionale Stabilität lesen. Besonders von dir, Makar. Bei dir machen wir uns ein wenig Sorgen, also streng dich mehr an. Sehr wohl, Frau Lehrerin. Gut, ihr dürft jetzt gehen. Oh, wann kann ich mein Kind vorbeibringen? Wie du siehst, geht es den Kindern hier sehr gut. Die Elex-Experimente scheinen gut zu verlaufen. Was genau lernen die Kinder hier? Wir versuchen, die Kinder so auszubilden, dass sie ohne die Zugabe von Elex eine ähnliche Effizienz erreichen, als würden sie Elex bekommen. Moment mal, heißt das, die Kinder bekommen gar kein Elex? Richtig, es ist der Versuch einer effizienten Aufzucht ohne die Zugabe von Elex. Wir Alps haben nie gelernt, mit Emotionen umzugehen. Ohne das Elex sind viele von uns ihren eigenen Gefühlen schutzlos ausgeliefert. Dies versuchen wir bei den Kindern zu verhindern. Den Kindern wird der Umgang mit Emotionen beigebracht, ohne dabei ihr effizientes Denken zu vernachlässigen. Ohne Elex sind sie doch nichts anderes als normale Menschen, oder nicht? Nein. Sobald sie ein gewisses Alter erreicht haben, werden sie, wie alle anderen, ihre täglichen Elex-Rationen bekommen. Unseren Berechnungen zufolge sollten emotional gefestigte Alps mit dem Zugang zu Elex die nächste Evolutionsstufe erreichen können. Klingt nach einem guten Plan. Natürlich tut er das. Es gibt bereits ein Beispiel, bei dem es funktioniert hat. Dieses Beispiel bist du. Du warst ein Alp und hast es geschafft, deine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Wir vermuten, dass es dir nur deswegen möglich war, dem Hybriden die Stirn zu bieten. Dieses Phänomen erforschen wir und versuchen es nachzustellen, um es zu perfektionieren. Aber wenn du mehr darüber wissen willst, solltest du dich mit unseren Wissenschaftlern unterhalten. Lass uns weitergehen. Wir kommen gleich in den Sektor der Kollektoren. Sie sind dafür verantwortlich, Elex zu finden und in die Silos zu bringen. Keine besonders anspruchsvolle Aufgabe. Ich werde vielleicht mein Kind vorbeibringen. Die Kollektoren, die hier wohnen, brauchen nicht sehr effizient zu sein in ihrem Handeln. Was bedeutet, sie bekommen auch nur geringe Dosen Elex zugeteilt. Und das macht sie anfälliger für unkontrollierte Emotionsausbrüche. Wenn es nach mir geht, würden wir sie nicht im Depot wohnen lassen, sondern irgendwohin auslagern. Lass uns direkt weitergehen. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Folge mir. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass es hier hinten wesentlich ungeordneter zugeht als anderswo im Depot. Wir haben durchaus unsere Probleme mit den Kollektoren und ihrer Lebensweise. Wenn du nicht aufpasst, kann es sogar passieren, dass du bestohlen wirst. Nein. Sowas hätte es zur Zeit des Hybriden nicht gegeben. Der Koch. Ja, was geht ab, Marek? Glücklicherweise sind wir jetzt wieder raus aus dem Sektor der Kollektoren. Wir kommen jetzt in den der Soldaten. Hier geht es wesentlich geregelter zu. Da sie unter Umständen schwierige Entscheidungen treffen müssen, bekommen sie dementsprechend größere Rationen Elex. Hier wirst du dich auch mit ordentlichen Waffen eindecken können. Ihr erlaubt den Handel im Depot? Inzwischen ja. Durch den Handel ist es uns möglich, eine Art Belohnungssystem für effektives Handeln zu erschaffen. Wir bezahlen unsere Arbeiter mit Elixit. Und mit diesem Elixit können sie sich Dinge kaufen, um wiederum effektiver zu arbeiten. Dies scheint sie zu motivieren. Aber du kannst dir später alles anschauen. Jetzt bringe ich dich erstmal zu Azog. Komm. Dort oben ist der Bezirk der Agenten. Sie sind unser Mittel, die Kollektoren und alle anderen zu überwachen. Sicherzustellen, dass jeder seine Ration Elex einnimmt, dass keiner zu viel oder zu wenig nimmt.
Sie achten darauf, dass keiner hier aus der Reihe fällt. Tja, das ist ja mal nicht so toll. Nicht so toll. Oh, mach weiter, ich muss die Episode fertig machen. Hier ist bald wieder eine Stunde. Komm schon, Mann. Ja, schön hier. Gefällt mir. Ich nehme gleich meine Familie mit. Kaya wird sicher gefallen. Oh. Box anscheinend nicht, aber der geht dir nicht zur Familie, keine Sorge. Ich hoffe, du konntest dir ein gutes Bild vom Depot machen und deine Rückkehr in unsere Reihen wird dir nicht allzu schwer fallen. Das wird sie nicht. Hätte ich bei jemandem wie dir auch nicht erwartet. Es freut mich, dich schon bald wieder als Kamerad begrüßen zu dürfen. Ich werde nun wieder zurück ans Tor gehen. Möge Effizienz dein Handeln leiten. Das wird es. Nicht schlecht. Ah, jetzt gefällt dir mal wieder was. Ohne Marschbefehl geht hier niemand aufs Klo. Perfekt für dich. Perfekt für dich, Fox. Ja, Episode vorbei. Bam.